nach aus bei Nord, Nord. Mord Robert Atzen beendet TV-Karriere endgültig. Mit seinem Abschied aus der ZDF-Serie Nord, Nord, Mord zieht sich Schauspieler Robert Atzen komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Für die Zeit danach hat er schon Pläne. Es ist schon einige Monate her, dass Robert Atzen seinen Ausstieg aus der erfolgreichen ZDF-Serie Nord, Nord, Mord ankündigte. Am 15. Januar läuft die letzte Folge mit dem 72-Jährigen. Was bislang jedoch nicht bekannt war, ist, dass sich der Schauspieler damit komplett aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Gegenüber goldenekamera.de bestätigt Atzons Agentin Carola Stutler, dass er nicht mehr an Filmen, Serien oder Talkshows mitwirken werde. Auch Synchronisierungen, Lesungen und die Beantwortung von Fanpost schließt sie aus. Familie steht im Mittelpunkt. Robert Atzen ist frisch, fröhlich und munter. Aber wenn er eine Entscheidung trifft, wie die für seinen TV-Abschied, dann geschieht das zu 1000%, erklärt Stutler. Zukünftig wolle er sich seiner Familie und den Enkelkindern widmen. Gleichzeitig betont seine Agentin jedoch, dass es keinerlei gesundheitliche Probleme oder Krach mit den Verantwortlichen des Senders gegeben habe. Ich liebe das Format Nord Nord Mord, aber Kriminalkommissare gehen in der Regel mit 65 in Pension, und um bei der Wahrheit zu bleiben, ich bin da schon lange drüber. Wir waren erfolgreich, und im Erfolg möchte ich gehen, sagte Atzen vor einigen Monaten über seinen Abschied. Er scheint es ernst zu meinen. Quellen und weiterführende Informationen. Robert Atzen beendet seine TV-Karriere.